Hallo, hier ist der Jens. Dies ist Teil 5 einer fünfteiligen Serie zum Thema DNA im Mordfall Haysom. In diesem Teil, dem fünften, geht es um die Frage, warum habe ich keine neuen DNA-Tests beantragt? Dazu gab es einen Bericht im amerikanischen Fernsehen von CBS Mornings. Die Sendung habe ich euch unten verlinkt. Diese Frage wird mir manchmal zum Vorwurf gemacht, mit der Andeutung, dass ich irgendwie Angst haben soll vor den Ergebnissen, denn ich muss ja schuldig sein. Das stimmt überhaupt nicht. In diesem Video befassen wir uns mit den Fakten. Der erste Fakt, die erste Tatsache ist, dass ich um neue DNA-Tests gebeten habe. Ich habe dem Staatsanwalt, dem neuen Staatsanwalt von Bedford County, Wesley Nance, dazu geschrieben. Die E-Mails verlinke ich euch unten. Ich habe ihn darum gebeten, DNA-Tests durchzuführen und er hat es abgelehnt. Er hat gesagt, er wird aus Eigeninitiative keine DNA-Tests durchführen. Und mehr kann ich nicht machen. Ich kann keinen Antrag stellen, keine Petition einreichen, denn ich erfülle die Bedingungen nicht. I think we're talking about the question of whether you could file an unsuccessful petition. Und das ist ganz ähnlich wie in Deutschland, wenn man Arbeitslosengeld beantragt. Wenn man Arbeitslosengeld beantragt, muss man bestimmte Bedingungen erfüllen, sonst wird der Antrag abgelehnt. Zum Beispiel muss man arbeitslos sein. Ganz ähnlich ist es in Virginia. Wenn man DNA-Tests gemacht haben will, muss man bestimmte Bedingungen erfüllen. Und die sind geregelt in einem Gesetz namens 19.2.327.1. Soaring is referring to a Virginia law that says a convicted person who is seeking new DNA testing must meet certain criteria. They must be able to say under oath that items being tested have not been altered, tampered with, or contaminated. Soaring says that's something he cannot do. Das verlinke ich euch unten. Ihr könnt es euch selber ansehen. Und ihr könnt lesen, was der Staatsanwalt dazu geschrieben hat. Denn im letzten Jahr, 2022, haben wir sehr viele Mails ausgetauscht zu genau diesem Thema. Ist ganz komisch, ich weiß, dass der Staatsanwalt und ich uns so lange geschrieben haben. Aber er scheint mir ein ziemlich vernünftiger Kerl zu sein, ehrlich gesagt. Schauen wir uns die Bedingungen an, um DNA-Tests durchführen zu lassen. Bedingung Nummer 1. Die Proben, die getestet werden sollen, müssen sauber sein, nicht kontaminiert. Dazu hat der Staatsanwalt mir geschrieben, alle Proben in seinem Besitz sind vollkommen kontaminiert. Über Jahrzehnte hinweg sind Anwälte, Detektive und Journalisten in das Asservat reingegangen und haben diese ganzen Proben mit ihren bloßen Händen berührt. Heutzutage weiß man, dass man so Plastikhandschuhe anziehen soll und so ein Gesichtsvisier, aber das wusste man damals noch nicht. Und es gibt sogar Aufnahmen von mindestens 3 Dokumentarfilmen und Fernsehprogrammen, die zeigen, wie Reporter und Anwälte diese Sachen in der Asservatenkammer mit ihren bloßen Händen berühren. Und das bedeutet, dass da DNA-Profile von Dutzenden von Menschen auf diesen Gegenständen drauf sind. Man weiß nicht, wer das ist. Man weiß nur, das sind alles Proben, die vollkommen kontaminiert wurden. Jetzt kommen wir zurück im Gesetz zu der zweiten Bedingung, die man erfüllen muss. Es muss eine intakte Verwahrkette geben. Das bedeutet, man muss schriftlich belegen können, dass die Sachen, die getestet werden, auch ständig im Gewahrsam des Sheriff's Departments waren. Und das können wir nicht. Der Staatsanwalt hat mir dazu geschrieben, noch einmal, bitte lest seine Mails an mich. Er sagt, über viele Jahre hinweg wurden keine Logbücher geführt. Daher weiß man gar nicht, wer in die Asservatenkammer reinging, was die rausbrachten, was die reinbrachten. Man hat einfach gar keine Ahnung. Es gibt keine Buchführung, keine Buchhaltung. Aber ohne eine intakte Verwahrkette wären DNA-Testergebnisse wertlos vor Gericht. Man kann sie gar nicht vor Gericht bringen. Das ist ja auch verständlich so. Ein Gericht kann ja nicht Fakten aufnehmen, die sich nicht beweisen lassen. Und wenn die Verwahrkette nicht intakt ist, dann kann man nicht beweisen, dass das überhaupt irgendwas mit dieser Tat zu tun hat. Und das steht in den Mails des Staatsanwalts an mich. Es gibt keine Logbücher, daher gibt es keine intakte Verwahrkette, daher sind mögliche Testergebnisse gar nicht juristisch einsetzbar. Can Jens Soaring file a petition in Virginia to have DNA retested? I think he could file the petition, but it would have a fatal flaw attached to it. Which is? That the items in question have been contaminated over the years. There's really no log of who looked at it, what was looked at, what was not. Das Dritte, was man erfüllen muss, um DNA-Tests durchzuführen, ist, dass die Testergebnisse,
die sogenannte tatsächliche Unschuld, Actual Innocence, beweisen müssen. Aber das ist nicht im normalen, umgangssprachlichen Sinne des Wortes, sondern in dem juristischen Sinne, so wie in diesem Gesetz definiert. Und dort steht drin, no rational trier of fact could convict but for the new evidence. Das bedeutet, dass kein rationeller Faktenentscheider verurteilen könnte, wenn es diese Testergebnisse gibt. Und das wird sehr, sehr eng ausgelegt. Zum Beispiel, wenn man diese Sachen testen würde im Sheriff's Department, die der Staatsanwalt da noch hat, dann würde man dort mein DNA nicht finden. Ganz klar, ich bin unschuldig, habe ich gar keine Angst vor. Aber das beweist nicht meine tatsächliche Unschuld im Sinne des Gesetzes. Denn, erinnert euch dran, rational trier of fact, rein theoretisch könnte ich immer noch am Tatort gewesen sein, aber einfach keine DNA hinterlassen haben. Wenn man meine DNA nicht findet, wäre das schon ein starker Hinweis, dass ich unschuldig bin, aber nicht ein absoluter Beweis meiner Unschuld. Und darüber schreibt der Staatsanwalt auch in seinen Mails an mich, bitte lest sie euch durch. Er sagt, neue DNA-Tests würden nur Chaos in diesen Fall reinbringen, würden aber nicht die Täterschaft aufklären können. Es gibt also drei Bedingungen und ich erfülle keine der drei. Selbstverständlich muss das ein Richter ablehnen. Und das schreibt der Staatsanwalt mir auch in seinen Mails. Er schreibt mir, klar, Herr Söhring, Sie können den Antrag einreichen, aber ein Richter muss ihn ablehnen, denn Sie erfüllen die Bedingungen nicht. Und da hat er einfach recht. Er hat einfach recht. Dann habe ich ihn gefragt, kann ich einen Antrag einreichen außerhalb dieses sehr strikten Gesetzes 19.2.327.1, einfach so auf Gnade, kann man vielleicht irgendwie betteln, dass DNA-Tests durchgeführt werden. Und auch darauf schreibt mir der Staatsanwalt zurück. Klar, kann ich das einreichen, aber der Richter wird dann automatisch meinen Antrag unter dem Gesetz 19.2.327.1 beurteilen. Ich muss also gar nicht den Namen draufschreiben des Gesetzes. Der Richter wird das automatisch machen, ob ich das Gesetz nun benenne in meinem Antrag oder nicht. Das habe ich natürlich nicht glauben wollen, also habe ich meine eigenen Anwälte gefragt und ich habe sogar einen unabhängigen Anwalt in Charlottesville gefragt. Kann ich irgendwie einen Antrag stellen außerhalb dieses strikten Gesetzes 19.2.327.1? Alle Anwälte haben bestätigt, was der Staatsanwalt gesagt hat, nee, geht nicht. Es geht nur unter diesem Gesetz und unter diesem Gesetz erfülle ich nicht die Bedingungen. Das haben sie alle gesagt. Nicht nur der Staatsanwalt. Auch diese Mails hänge ich euch alle unten ran. Jetzt sollt ihr wissen, dass diese ganze Frage aufgegriffen wurde in einem amerikanischen Nachrichtensender namens CBS News. Und die haben dazu einen Beitrag veröffentlicht im Juni von 2022. Ich verlinke ihn euch unten. Dort wird Wesley Nance interviewt. Und er sagt ganz klar, dass der Staatsanwalt, der eigentlich gegen mich sein sollte, ja, der neue Staatsanwalt, nicht der von damals, er sagt, this is not a gotcha moment for Mr. Söhring. Das bedeutet umgangssprachlich, wir haben Söhring in dieser Sache nicht irgendwie erwischt. Das ist kein Beweis seiner Schuld. Er geht darüber hinaus und sagt, klar, die Frage ist hier, ob er einen aussichtslosen, hoffnungslosen Antrag einreichen könnte. Das könnte ich, ja. Aber er ist, wie gesagt, hoffnungslos. Ich kann den Antrag nicht gewinnen. I don't see this as a gotcha moment against Mr. Söhring. I think we're talking about the question of whether you could file an unsuccessful petition and whether that proves anything. The legal standard that the judge would have to make to order these items retested just simply isn't there. Ich bin unschuldig und ich will von dem virginianischen System ernst genommen werden. Wenn ich jetzt einen Antrag einreiche, von dem ich weiß, dass er nicht seriös ist, weil ich die Bedingungen nicht erfüllen kann, dann ist das doch einfach nur für Show. Und das lässt mich dann aussehen wie ein Clown. Und das will ich nicht. Ich bin unschuldig und ich will, dass der Staat Virginia das anerkennt und ich will, dass der Staat Virginia mich ernst nimmt. Aber das erfordert dann auch von mir, dass ich mich ernst verhalte und nicht einen Antrag stelle, von dem ich weiß, dass ich die Bedingungen nicht erfüllen kann. Noch einmal, ich muss vor Gericht gehen. Ich muss dieses Gesetz, die Bedingungen dieses Gesetzes erfüllen. Aber der Staatsanwalt muss das nicht. Der Staatsanwalt kann das jederzeit machen, heute. Denn er ist im Besitz
dieser Proben, die untersucht werden könnten. Aber er macht es nicht. Er hat gesagt, er beantragt keine DNA-Tests, obwohl ich ihn darum gebeten habe. Und das ist die Antwort auf die Frage, warum ich keinen DNA-Test beantragt habe. Ich kann es nicht. Ich kann nur darum bitten. Und das habe ich getan.